auf den Weltmeeren zu Hause seit über 30 Jahren. Rollo Gebhardt, Abenteurer unter weißen Segeln. Zweimal segelte er allein um die Welt. Mit ihm an Bord seine Lebensgefährtin Angelika Zilcher, 30 Jahre jünger als er. Zurückgekehrt von seiner dritten Weltumsegelung. Über 8 lange Jahre segelten sie zu unberührten Stränden in der Südsee. Lebten mit Naturvölkern auf den Salomo-Inseln. Tauchten ein in die Landschaft des ewigen Eises von Alaska. Am 22. Juli, früh um 3 Uhr, kam Mount Edgecombe in Sicht. Der Ansteuerungspunkt für den Sitka-Sund. Nach 2 Monaten auf See haben wir es geschafft. In majestätischer Ruhe tauchen die Könige des Meeres dann nochmals an die Oberfläche, sehen zu uns herüber, verschwinden in der Tiefe. Was wollt ihr Menschen da, mochten sie gedacht haben. Die Wale wurden für uns zum Symbol für die gesamte bedrohte Tierwelt. Die Begegnung mit ihnen, den Riesen der Meere, war Abschluss und Höhepunkt unseres Alaska-Sommers. Wir segelten wieder nach Süden, zu den tropischen Inseln am Äquator. Wochen und Monate auf dem Ozean gaben uns Zeit, über unsere Erlebnisse nachzudenken.